Volle Züge mit Familien. Kleine Kinder, Frauen und Mütter, die ihre Männer und Väter zurücklassen mussten. Sie stehen vor dem Nichts. Sie kommen in ein Land, das sie nicht kennen und haben im besten Fall Bekannte oder Verwandte in Deutschland. Logistisch ist das aktuell der größte Flüchtlingsstrom, der seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa existiert. Da kommt die Nachricht, dass Frankfurt Oder als Verteilbahnhof dienen soll, ohne Ankündigung über das Fernsehen, für die Stadt mehr als überraschend. Denn gewusst hatte man davon selbst recht wenig. Ja, wir waren ein bisschen überrascht. Also nicht, dass Frankfurt Oder als Grenzbahnhof unbekannt wäre und dass hier natürlich auch Züge aus dem Osten durchlaufen. Ist klar, dass die auch kontrolliert werden. Allerdings, und da haben wir uns auch reingebracht. Allerdings haben wir dann RBB aktuell gesehen, dass der Minister dachte, wir sollen hier Hauptumschlagspunkt werden. Und vor dem Hintergrund, sag mal, der logistischen Möglichkeiten unseres Bahnhofs ist das hier vor Ort nicht realisierbar, ohne den Bahnhof vom Netz nehmen zu müssen. Der Oberbürgermeister René Wilke jedoch ist bekannt für seine Künste als Mediator und drückt sich für diese herausragende Rolle in dieser Situation sehr diplomatisch aus und stellt sich direkt der Aufgabe. Ja, wir haben offen gesagt gemerkt, dass hier eine Aufgabe auf uns zukommt, weil wir gesehen haben, dass plötzlich hier diese Züge angehalten haben, Menschen versorgt werden müssen, dann Menschen mit Fragezeichen, Unsicherheiten hier waren, haben dann auch erfahren, dass uns hier diese Rolle als erstmal Umsteigebahnhof, als Verteilstation quasi zukommt und konnten dann Gott sei Dank mit ganz vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, mit unseren Katastrophenschutzeinheiten, gemeinsam mit Bundespolizei und ZABH schnell hier Strukturen aufbauen, um den Leuten zu helfen. Passend zu dieser Aufgabe macht sich Ministerin für Finanzen und Europaangelegenheiten Katrin Lange vom Land Brandenburg auf den Weg, um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Wir haben natürlich eine Situation in der Ukraine, die schwer abschätzbar ist. Es ist eben auch schwer abschätzbar, wie viel aus dem Land flüchten werden. Im Moment ist es ja noch eher anwachsend. Aber es werden eben auch auf Bundesebene die Strukturen da sicherlich verbessert. Und dann wird man sehen, wie viel Frankfurt Oder leisten kann und wie viel dann eben auch über andere Grenzpunkte abgewickelt werden können. Da sind wir als Land im intensiven Austausch mit der Bundesregierung. Frankfurt stellt sich nun erst einmal auf die neue Situation ein. Doch bedeutet das schon eine konkrete feste Aufgabe? Und kann Frankfurt diese Lage auch auf Dauer bewältigen? Das wissen wir offen gesagt noch nicht. Ministerin Lange war ja heute auch hier, um sich das anzuschauen und ein Bild von der Lage zu bekommen. Es ist sicherlich so, dass Frankfurt Oder fürs Bundesgebiet das nicht dauerhaft leisten kann. Für Brandenburg, da muss man schon noch einsehen, die Strecke ist so, wie sie ist und sie führt durch Frankfurt Oder. Insofern werden wir hier eine Rolle haben und die nehmen wir auch an und wir wollen diese Hilfe auch leisten. Das können wir und das haben wir gezeigt. Aber man muss natürlich trotzdem gucken, welche anderen Strukturen kommen noch mit in die Verantwortung. Wir sehen derzeit, Berlin ist sehr stark belastet, zum Teil überlastet und Frankfurt ist sehr stark belastet, zum Teil überlastet. Und das muss sich noch weiter aufteilen. Das Land steht nun als direkter Ansprechpartner für die Stadt in der Pflicht, hier auch aktiv zu werden. Wir als Landesregierung lassen hier natürlich unsere Kommunen nicht allein. Die Organisation dieser Züge ist sicherlich in Absprache mit der Bundesregierung zu klären. Aber wir sehen natürlich auch hier klar unsere Rolle als Land und wollen Frankfurt hier nicht allein lassen und werden auch entsprechend Versorgungsstrukturen, aber eben auch Kräfte hier mit herschicken, um eben hier zu unterstützen. Eines wird wieder in der Situation deutlich. Schnelle Entscheidungen über das Knie gebrochen werden offenbar unseren neuen Alltag bestimmen. Entscheidungen, ohne die fachlich kompetenten Betroffenen mit einzubeziehen, streifen unentwegt durch unsere täglichen Nachrichten.